Was geht denn ab hier zurück zu Let's Play Stonehearth? Mal wieder eine neue Folge. Eine fresh and newer Folge von gestern. Quasi. Also heute aufgenommen, morgen kommt's raus. Yeah. Davor hatten wir ja drei Folgen, die waren ja ein bisschen hintereinander aufgenommen, deswegen auch nicht so krass mit Begrüßung und Verabschiedung. Nun gut, meine People haben nichts zu tun. Irgendwie fehlt hier noch ein bisschen was. Bisschen Innenausstattung so. Bei den Fußböden und so. Mosaik. Da brauchten wir doch einen Typ dafür, dachte ich. Weiß gerade gar nicht wen. Wer war's denn? Mal gucken, was wir nochmal haben. Okay. Ich dachte, irgend so ein besonderer Stein mit. Nur haben wir den noch nicht. Scheiße. Mal ganz kurz gucken, wie die Reihenfolge war beim Dings hier, beim Job, bei der Jobübersicht. Engineer war das. Der wird aus einem Schmieden Engineer. Er braucht sowas. Stil wird ne gemacht. Was war denn, was braucht man denn für Stil? Eisen. Warum haben wir denn kein Eisen? Wir haben doch genug. Warum macht er denn das nicht? Hä, hey, verstehe ich gerade nicht. Eisen. Ofen. Blacksmith Level 4. Ah. Na dann machst du mal noch, keine Ahnung, Kupfer. Ganz viel. So 20 Stück, das kann man machen. Damit du mal Level aufsteigst, sonst wird das hier nix. Ja, in der Zeit, ich glaube, das dauert eh eine Weile, bis wir da durch sind, können wir ja. Obwohl, können auch so weiterbauen. Die Etage erstmal so lassen und wir bauen das nächste Haus schon mal. Ohne viel Inneneinrichtung. Dass es uns da keine Probleme macht. Das ganze Zeug da zu bauen. Vielleicht vor oder dahinter? Ich weiß gerade gar nicht. Wie machen wir es denn am besten? Wie machen wir es denn am besten? Verdammt gute Frage. Ich glaube, wenn ich hier drinnen was bauen will, obwohl da kann man ja ein Türmchen bauen, vielleicht so eine Art Burgfried. Das wäre mal interessant. Naja. Ist mir egal. Bauen das mal in den Boden. Rot. Das Problem ist ja, das hat man hier irgendwie. Kann man das wegmachen? Ist natürlich geil. Machen das jetzt auch weg? Das wäre das halt. Das Problem war, dass wir das zugebaut haben und jetzt nicht nochmal wieder aufmachen können. Anscheinend nicht, ne? Gucken, ob die es mal entfernen wollen. Irgendwann. Blacksmith Level 2. Hey. Hat keiner die Ambitionen dafür. Da muss man halt vorher aufpassen, wie wir bauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Und zwar würde ich sagen, wir bauen das jetzt nach einem anderen Muster vielleicht. Jetzt. Irgendwie. Ist das der dunkle Stein? Ich hoffe einfach, dass das das Holz liegt, ist am naheliegendsten so rum.
Es liegt nahe. Mal die Seiten voll machen. Genau. Könnte man. Was ist das für Stein? Hell? Mal schauen. Na, steht halt nur Stein, ne? Ist jetzt schwierig. Also heller Stein ist es eben gar nicht. Ich würde gerne den Boden mit hellen Steinen bauen. Wo machst du das jetzt schon wieder aus Stein? Nein, das sollst du aus Holz machen. Na gut, machen wir das dann hier aus Stein. Ich habe da schon eine Idee. Mehr oder weniger als Platz, aber halt mit. Keine Ahnung, Blumentöpfen drin oder so. Muss man da draufstellen. Ich weiß nicht. Das kann man auch aus hellen Steinen machen. Auf jeden Fall mit einer Erhöhung dann drinnen. Ach scheiße, das geht nicht auf. Halt, nein. So weit zurück auf jeden Fall nicht. Nochmal Boden zu hier. Daily Update haben wir nicht geschafft. Ganz schön wenig Nahrung, hä? Was denn los? So, 3, 4. Ich habe schon eine Vorstellung. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Das funktionieren tut sowieso. Aber ob es auch noch halbwegs aussieht. Es wirkt auf jeden Fall interessant. Sag mal so. Ist jetzt mehr Kunst als alles andere. Aber na gut, mit einem Durchgang halt. In der Mitte. Am Rand durchgehen ist es ein bisschen eng, weil das ist ja ganz schön nah am Rand halt, an den Kanten von den Häusern. Aber na gut. Ganz viel Kunst. Bauen wir noch was Helles rein. Das sieht dann fast aus wie ein Dach. Ach, da ist hier. Was ist denn los? Fressen die hier? So. Sieht ja fast aus wie so ein Marktplatz. Reichen zwei Plätze eigentlich zum Durchtreten? Ah, ne, ist irgendwie blöd alles hier. Das ist ganz einfach. Das hat mir gerade überhaupt nicht mehr gefallen. Also ich komme gerade in den Stil rein, mehr. Dass das jetzt irgendwie gut hinhauen könnte. Schwierig. Es lädt aber lange, du.
Na gut. Jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, wieder den. Also irgendwie ist mir da gerade das Spiel abgestürzt. Na gut, kann ja passieren. Ist halt Stonehearth. Hier passiert alles. Erstmal wieder ein bisschen Nahrung ranschaffen, das war ja ganz schön wenig für uns. Und das ist halt immer noch wenig, weil es ja noch der gleiche Spielstand im Prinzip. Hey, ist das zu tief? Ja, war zu tief. Ich wollte mir wieder einstellen, dass der. Oh Gott. Da war was im Hals. Jetzt wollte man wieder einstellen, dass er hier noch ein bisschen Zeug macht. Damit er ein paar Level aufsteigt. Ist jetzt alles quasi noch nie passiert. Also wie ich hier weiterbaue, weiß ich gerade beim besten Willen nicht. Da brauchen wir es dann vielleicht fertig. Na gut, vielleicht könnte man diesen Übergang auch mehr einbauen, aber ich müsste halt mal wissen, was ich hier für einen Boden genommen habe. Was es für eine Farbe ist, damit ich das weiterführen kann. Das ist jetzt natürlich die Frage. Ich bräuchte so eine Pipette, wo ich dann rausfinde, was das für eine Farbe ist. Ich guck mir die Folge nochmal an, aber das ist jetzt blöd halt, ne? Was ist das nun für eine Farbe? Irgendwas leicht Gelbes, aber. Ja, weiß nicht. Voll komisch. Na gut, so die stehen alle hier so rum. Bauen wir vielleicht was anderes. Noch was bauen? Ha, ist jetzt ein bisschen blöd. I don't know. Guck mal den Leuten mal zu. Ach, ein Bartträger. Das sieht eigentlich aus wie ein Farmer. Ist das ein Farmer? Ja klar, das ist ein Farmer. Der hat einen Hut auf. Ein Farmer. Ah. Sieht doch von Haus aus wie ein Farmer. Passt doch wunderbar. Können wir wieder ein paar Bäume. Obwohl, haben wir noch genug Holz? Ja, wir haben genug Holz, sehe ich doch hier. So viel Holz, wir könnten Bäume anpflanzen. Wo waren denn die Setzlinge? Saplings. Mir egal. Saplings. Finde ich nie. Ja, hier. Pflanz. Ja, müssen wir anders setzen irgendwie. Wahrscheinlich hier aus dem Inventar. Inventory. Setzen wir ein paar Plants. Der setzt gar nicht so schnell, wie ich klicke. Wir könnten ja da drin auch noch ein bisschen mit Bäumen arbeiten. So einen Jahrhundertbaum reinsetzen, der dann so aussieht wie. Ja, halt. Yay. Wie halt 100 Jahre alt. Das ist bestimmt cool. Müssen wir einen passenden Platz dafür finden und mal gucken, erörtern, wie groß die anderen Bäume sind. Und zu wissen, wie groß wir das bauen können. Was sind jetzt diese. Das ist schon der große, ne? So sieht schon der große aus, aber der ist halt. Mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Block breit zur Spitzenzeit. 2, 3, 4, 5, 6. Wäre komisch, wenn sie hier nicht so. Naja, also 7 mal 7 Platz. Ist halt auch nicht so einfach. Können die eigentlich auch auf Nicht-Gras wachsen? That's a good question. Allerdings. Brauche ich schon mal die Umrandung. Die muss ja jetzt nicht irgendwo mittig sein, aber können ja ein bisschen passen. So, 1, 2, 3, 4. Natürlich brauchen wir jetzt eins mehr. Damit das hier drinnen dann reicht. 9. Ach ja, 8, weil. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre das. Dann die äußersten drei Ecken noch. Das heißt, wir können ja hier so abkürzen. So sieht dann der Baum aus. Mal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.
3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warum 8? Was ist denn los? Warum habe ich hier 10? Nein! Verzählt oder was? Daily Update sollte nichts rausgekommen sein, ja. Ach, scheiße. Müssen wir nächstes Mal nochmal machen. Apropos nächstes Mal. Gut, ich glaube, die Zeit ist rum. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß gar nicht, ob es nächste Woche ist oder später. Könnte sein, dass es ein bisschen pausiert wird. Mal sehen. Auf jeden Fall kommt es irgendwann wieder. Bis dahin. Tschüss.